Oh, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Mit am Start Tati. Und heute mit am Start wieder Koro natürlich. Alter, das war so viel. Allein diese Tasche ist schon so schwer und das ist nur eine Zutat von 15 bis 16 Sachen, die wir bestellt haben. Kuss geht raus an alle, die bestellt haben, dass wir noch einen Monat bekommen haben. Ich muss sagen, selbst wenn wir diesen Monat nicht mehr bekommen, wenn es das aus ist, das reicht uns noch für ein halbes Jahr oder so. Ja, Mann. Die letzte Ladung hat ordentlich reingehauen. Was gibt's heute? Wir machen heute einen Linseneintopf. Schön lecker mit Koro. Ich habe unten in den Kommentaren, ob ihr Bock auf Linseneintopf habt. Der wird mega, Alter. Habe ich noch dazu bestellt. Muss ja die. Alter, Linsenchips, Mann. Den restlichen Betrag füllen. Dann noch eine Überraschung für Chong. Gerade das sich ja gewünscht letztes Mal. Können wir mal probieren heute. Alter Schwede. Schon sehr gut aus. Alter, ist total schön. Schau es mal an hier. Das ist Wahnsinn. Rabattcode, super saftig. Eine von tausenden von Barstein Memos. Kuss geht raus an alle, die das. Moment, die mein Video geschaut haben. Feedback war ganz gut. Ja, falls ihr Fragen habt, immer melden und ansonsten ja, viel Glück, viel Erfolg. Erzähl mal, was bisher so gemacht wurde. Ich habe Paprika, Zwiebeln in Olivenöl angeschwitzt, leicht gesalzen. Dann habe ich Tomatenwürfel geschnitten, Räuchertofu geschnitten, gewürfelt, mit angeschwitzt. Einfach für den Geschmack. Man könnte natürlich. Geheimzutat, Koro, etwas saftig, Rabattcode. Könnte natürlich den Räuchertofu weglassen und für Speck reinmachen. Jetzt schwitze ich die Linsen mit an. Genau, jetzt kriege ich gleich auf mit ein bisschen Wasser und Brühe und dann lassen wir es ein bisschen kochen. Mein Gott, Koko Kristallsalz, sehe ich da. Beste! Ja, klar, wird immer damit gekocht, Mann. Sehr gutes Salz. So, damit. Hört ihr, wie das brodelt, Leute? So, eine Würstel, ihr habt die jetzt beim Türken geholt. Ja. Die sind geräuchert. Ich mag immer geräucherte Würste, die sind sehr, sehr lecker. Die sind auch ein bisschen kompakter. Ich kaufe die immer für meine Kinder zum Frühstücken. Die ich ja immer nehme, die gab es jetzt nicht. Die sind jetzt mit Chili, also ein bisschen schärfer wahrscheinlich. Die brate ich jetzt kurz an. Kein Problem für uns. Nach der One-Chip-Challenge kein Problem, Leute. Gönnt euch nochmal. Saftig, Leute. Saftig, saftig. Der Moment ist gekommen, Leute, meinte er. Meine Linsen sind soweit weich. Ja. Schaut es zwar nicht aus wie ein Linseneintopf, aber wir vereinen jetzt alles, was wir hier haben. Und kochen es einmal auf und schmecken es ab. So. Würstel rein. Dann haben wir hier mein Gemüse. Da schaut es mal an hier, Freunde. Richtig geil. Warum ich das so mache, ist, damit das Gemüse dann einfach nicht so matschig ist, damit es immer noch ein bisschen Biss hat. Und wenn man das separat kocht, ist es halt einfach besser. So. Okay, von 1 bis 10. Wie saftig ist das, Leute? Essenszeit, Leute! Wir haben gerade über Ding geredet. Weil Unge hat ja auch ein Video rausgehauen. Ich muss sagen, das war echt sehr, sehr gut. Habe ich dann in die Gruppe geteilt. War ich mein Dauch, echt Hammer-Video. Und der hat ja da seinen Code verlinkt. Und ich habe gesagt, Minimum hat er fünfstellig mit seinem Code gemacht, mit seinem Werbelink. Aber nutzt gerne unsere für Bitwala, Crypto.com, Cake. Link ist in der Beschreibung. Das ist krass. Wie man durch sowas einfach Kohle verdient. Für euch. Ich muss dann noch ein paar Fotos machen. Oh.
Es sieht halt auch so richtig schön aus, so ja, schöne frisch, Farben, ja. Frisch. Ja, ja so. Das ist genau der Punkt, weil man das nicht alles in einen Topf gekocht hat. Ja. Es ist halt echt so perfekt für Instagram, Leute. Oh mein Gott, ist schon jetzt auch die große. Ich geh super. Also Optik ist echt 10 von 10. Was ist das für ein Eintopf, Alter? Krass. Ja, weil ich bin krank, oder? Was ist krank? Kokoswasser. Ja, das ist Kokoswasser, oder? Das ist High-End-Kokoswasser, Mann. Das ist Kokoswasser, als würdest du das einfach aufschlagen und dann trinken, oder? Echt, Mann. Aus der frischesten Kokosnuss, die du finden kannst. Die beste Kokosnuss, so, Alter. Alles auch. Ja. Die besten rauszuziehen. Es ist echt so, Mann. Und dann... Sehr fresh. Viele Aromen. Ich finde es so krass, was man aus diesem Räuchertopf alles rausholen kann, Alter. Einfach an diesem Geschmack, man. Dieses Räucher ist krass, ja? Oder? Der Hund hat mir direkt in die Augen geschaut. Wir haben uns beide verstanden. Wir wussten beide, was er wollte. Kartoffel ist so hart, Alter. Schlauerst du, Mann. Genau richtig, Alter. Ich habe halt mal was zu meckern, Alter. Macht die Kartoffel ein bisschen weicher. Er hat die Zunge von Irina. Die göttliche Zunge, Alter. Ja. Die Scheiße ist da, ja. Schaut's, Leute. Real Talk, Leute. Das erste Jahr hatte ich keine Ahnung, wie viele. Dann habe ich Geld verloren. Zweites Jahr, ich habe Bitcoin verstanden. Nach so langer Zeit. Dann hat es bei mir Klick gemacht. Es war wirklich sowas. Alter, jetzt musst du so viel Geld wie möglich reinschieben. Aber nicht zu viel, nicht overleveragen. Ich habe bei der Post 2550 Euro verdient, netto, als Postbote. Das waren die Überstunden vom Winter, wo ich fast gestorben bin. Und da habe ich 1800 reingeschoben, das andere Cash-Reserve, bla bla bla. Und dann habe ich gesehen, Alter, das reicht nicht. Da muss echt ein Kredit her. Und dann habe ich immer mehr gelernt. Dann kam genau, Leute, Robert Kiyosaki mit Fake. Ich schwöre, das Buch hat einfach komplett verändert. Wenn man versteht, was ein Kredit ist und wie es funktioniert im Kapitalismus und so weiter. Krasser Move, wirklich heftig. Und dann nach Anfrage, ich glaube 33 oder so, ja, ich habe wirklich 33 Kreditanfragen gemacht bei den verschiedensten Anbietern, bis ich einen bekommen habe. Den habe ich bekommen, ich habe schön auf meine Ausgaben geachtet, ich war so sparsam. Alter, ich glaube, noch sparsamer kann man nicht sein. Keine Freundin, nur manchmal ein bisschen was draußen gegessen. Ihr kennt doch ein, viele geben Geld für Freundin aus, dies, das. Wir sagen mal, das ist an dem ich Geld. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich wohne noch bei den Eltern. Ich habe kein Auto, ich habe kein teures Smartphone. Alles nur Preis-Leistung, so Laptops. Auch bekannt so. Als der Bullhund. Ja, Mann, der Bullhund. Ich war einfach pleite, Leute. Ich habe es halt einfach immer gesagt, so wie es ist. Ich habe da keine Show draus gemacht. Und alle wussten es eigentlich auch. Der Bullhund. Also. Ja, aber ich war trotzdem, ja. Und dann, als ich den Kredit bekommen habe, ich wusste von den 16k, ich weiß nicht, 14 oder so, habe ich direkt wieder reingeschoben. Wirklich, ja. Und der krasse Moment war, wo ich diese über 10.000 mit Bitcoin zum ersten Mal fünfstellig verschickt habe. Oh mein Gott, da hatte ich noch nicht so dieses Vertrauen zu Bitcoin wie heute. Alter, danke, dass du die Toilette geputzt hast. Was ist das? Na, also, Digga, ja, da laber keinen Scheiß. Komm mal nicht mit Bestechungen dazu. Ich war kein Bestechung, schön, das hat echt gut getan. John probiert sein Kokoswasser von Kogo. Schön mit Eis gekühlt. Als wären wir jetzt irgendwo am Strand. Gleich mit Shisha noch. Richtig geil, saftig. Rabattcode super saftig, Leute. Schmeckt wie frisch aus der Kokosnuss. Ihr müsst euch vorstellen. Get up. Ihr müsst euch vorstellen, wir knacken die Kokosnuss, yeah, und tun uns dann rein. Richtig fresh von Kogo, Alter. Fresh. Abgesehen von diesem einen braunen Chip, den wir entdeckt haben. Ja, aber ich hatte ihn. Kogo, was ist da los? Ich schwöre, der war echt. Wir haben Beweisfotos. Das ist schon heftig. Ich sag's euch ehrlich. Da liegst du im Bett, Alter, und denkst du auch so, was ist das, Alter? Ja, ich sag's euch ehrlich, irgendwas war da komisch. Schreibt unten in die Kommentare, ob wir nach Ebersberg fahren sollen zu dieser weißen Frau. Da gibt's so eine Horror-Story-Geschichte. Anscheinend sehen dort Leute so einen Geist. Das ist schon öfter passiert. Das krass ist, ganz viele Videos gibt's dazu anscheinend. Es gibt so eine Frau, also die Ex-Freundin von mir, die Schwester,
Die haben auch mal so, die waren auch ernst, Junge. Die haben auch gesagt, ja, Scherze machen, gehen, fahren wir nach Ebersberg. Da sind sie mit Freundinnen hingefahren. Und die haben es auch gesehen, da sind sie abgehauen. Die hatten Endschiss, Mann. Ja, jeder, der drüber labert. Ich höre immer wieder auf meine Cousins. Ja, seitdem mein Cousin hat auch Todesschiss. Er hat mich auch immer ausgelacht und so. Und dann irgendwas. Also ich bin irgendwie ernst neugierig. Ja, er hatte auch was im Keller. Ich sag's dir ehrlich, er hatte was im Keller mit roten Augen. Er schaut seitdem keinen Horror. Er hat komplett. Das ist krank, ja. Einen kleinen Schaden sogar, ich sag's dir ehrlich. Gott. Echt so. Und er hat am Anfang alles belächelt, wirklich. Alles belächelt, ausgelacht und so. Oh mein Gott, das klingt nach mir. Oh mein Gott, scheiße, ja. Leute. Abschließende Worte, Leute. Für heute, für das Video. Kati. War mal wieder echt schön, Mann. Geiles Essen, oder? Außer die Kartoffeln vielleicht, aber die waren trotzdem gut, Mann. Jörg, abschließende Worte. Ich schwöre, es war so softig, Mann. Lieber Gott, Alter. Linseneintopf, doch nie so einen geilen Linseneintopf gegessen, Mann. Wie waren die Kartoffeln? Die Kartoffeln waren ein bisschen zu warm. Selbst nach dem Aufwärmen waren die Kartoffeln immer noch zu knapp. Echt sehr heftig. Echt nicht. Die Kartoffeln waren gut. Ja, ich freue mich mega auf Montag. Das beste Fleisch der Welt, Leute. Shit. So, das wisst ihr gar nicht. Schaut Montag vorbei im Livestream. Wir gönnen uns richtig saftiges Fleisch. Irgendeine Krypto-Nachricht an die Leute noch. Die Welle ist am Rollen, Leute, und die wird gewaltig. Ihr werdet euch alle wundern, wirklich. Das wird eine Welle. Unbelievable. Ja, so ist es. Ja, Mann. Was sagen die Surfer, Alter? Reitet die Welle, Mann. Ja, Mann. Oh mein Gott, perfekte Abschlusswörter. Oh mein Gott, ciao, Leute. Welle,